Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte, vielen Dank auch für die freundliche Einladung, der ich wirklich gern gefolgt bin. Und damit ab ins Thema. Wer würde sich nicht mehr Demokratie wünschen? Ja. Wer sich mehr Demokratie wünscht, der kommt dann, insbesondere wenn er so an Schweizer Umstände denkt, schnell auf die Idee, das bedeutet mehr Volksabstimmungen. Auch nichts Verkehrtes. Mehr direkte Demokratie im deutschen Sprachgebrauch freilich, obwohl ich das Thema jetzt nicht behandeln will, im deutschen Sprachgebrauch verwischt das Ganze, denn manche verstehen unter mehr direkter Demokratie dann auch die Direktwahl von Ministerpräsidenten, des Bundespräsidenten, vielleicht auch des Bundeskanzlers. Ich habe sogar schon mal groteskerweise gehört, auch die einzelnen Bundesminister sollten vom Volk gewählt werden. Das alles ist ein ganz anderes Thema. Das ist die Frage, was für ein Regierungssystem wir haben wollen, parlamentarisches oder präsidentielles. Das ist der einzige Pferdefuß, den es in Deutschland mit der Redeweise von mehr Demokratie als mehr direkte Demokratie gibt. Da muss man aufpassen, um nicht Sachen, die miteinander nichts zu tun haben, miteinander zu vermengen. Wir reden jetzt von mehr Demokratie nur im Sinne von mehr Volksabstimmungen. Und freilich auch da, auch bei mehr Volksabstimmungen geht da leider manches durcheinander, was wir auseinanderziehen und dann im Einzelnen betrachten sollten. Wenn man mehr direkte Demokratie mit mehr Volksabstimmungen meint, ist die in Deutschland eingebürgerte Rede die, wir bräuchten eine Diskussion über und dann auch dieselbigen, nämlich plebiszitäre Elemente. Ich wette, jeder von Ihnen hat diese Rede in seinem Leben mindestens 1632 Mal verwendet. Was ist das Problem damit? Elemente ist das Problem. Sie stellen einen Weihnachtsbaum auf und bringen an dem Weihnachtsbaum Schmuckelemente an. Da ein Schmuckelement und da, so nach dem Motto, ein bisschen was geht immer noch und Hauptsache es ist bunt und vielfältig und dem Weihnachtsbaum tut es auch nicht schlecht. Ab und zu schon, es passen dann manche Schmuckelemente am Weihnachtsbaum nicht dran. Und hier führt einfach die Rede von plebiszitären Elementen so in eine Wünsch-dir-was-Stimmung und nicht in jene Betrachtungsweise, von der ich nun einmal meine, dass sie die zweckmäßige wäre. Das wäre die Betrachtungsweise eines Systemingenieurs. Wie muss man ein System ausgestalten, dass es eine bestimmte Produktionsleistung hier mehr Demokratie optimiert? Und dann kann man nicht irgendetwas am System verändern, sondern das zu verändern, was die gewünschte Leistung, nämlich unser System demokratischer zu machen durch mehr Volksabstimmungen, wirklich optimiert. Mein Vorschlag, von dem ich hoffte, dass er sich eines Tages durchsetzt, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich als letztes, mein Vorschlag wäre, von plebiszitären Instrumenten zu reden. Denn wenn man von plebiszitären Instrumenten redet, ist klar, dass ein Instrument einen Zweck hat. Man setzt es ein, um etwas Bestimmtes, was man davor freilich auch definieren muss, zu erreichen. Und dann kann man auch überprüfen, eines Teils vorab, anderen Teils anschließend, ob dieses Instrument tatsächlich den Zweck, für den man es haben will, erreicht. Und damit ist der Begriff des plebiszitären Instruments von Anfang an das, was wir der Demokratie ja insgesamt wünschen. Kritisch. Kritisch und selbstkritisch. Ja, selbst wenn wir von plebiszitären Instrumenten sprechen, haben wir eigentlich das allergrößte Problem noch gar nicht angesprochen, denn deren gibt es ja auch so viele. Und die Krux bei der ganzen Sache ist, dass genau die populärsten, den meisten Menschen zuallererst einfallenden plebiszitären Instrumente jene sind, die durchaus nicht sonderlich gut geeignet sind, wirklich mehr Demokratie zu schaffen, sondern jene sind, die eher dazu geeignet sind, Demokratie autoritär zu überlagern. Und was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass genau diese populärsten plebiszitären Instrumente jene sind, die jene, die von Hause aus ein schlechtes Gefühl überhaupt mit Volksabstimmungen haben, in allererster Linie immer vorbringen und diskutieren, wenn es darum geht, wie sie meinen, die Sinnvolligkeit von mehr Volksabstimmungen überhaupt in Zweifel zu ziehen. Und deswegen tun sich alle, die mehr Demokratie ist gleich mehr Volksabstimmungen wollen, überhaupt keinen Gefallen, alle plebiszitären Instrumente gleichermaßen zu behandeln. Folglich lautet aber dann die Frage, wie unterscheidet man denn dann sozusagen die Richtigen von den Falschen, die Besseren von den Schlechteren, die wirklich zu Befürwortenden von denen, die man auf die Seite schieben sollte.
Mir scheint, das ist ganz einfach und es ist auch wirklich ganz einfach. Es gibt plebiszitäre Instrumente, die wirken von oben nach unten, vom Volk zur Bevölkerung, nicht vom Volk zur Bevölkerung, von den Regierenden zur Bevölkerung und manche andere wirken von unten nach oben, von der Bevölkerung zur politischen Klasse. Und letzteres ist genau das, was wir brauchen. Denn gemeint ist, wir wollen die Möglichkeit haben, dass die Bevölkerung zwischen den Wahlen punktuell und wirkungsvoll auf den Gang des politischen Prozesses einwirken kann. Zwischen den Wahlen, denn an Wahlen ist nichts Schlechtes, an Wahlen, an repräsentativer Demokratie ist nichts verkehrt, aber zwischen den Wahlen soll es nicht mehr lautern, ich war bei der letzten Wahl, ich habe meine Stimme abgegeben, folglich habe ich keine mehr. Zwischen den Wahlen muss man die politische Klasse punktuell, zielgenau zu dem bringen können, was auf Fachchinesisch Responsivität heißt. Nämlich sich einzulassen darauf, was die Bevölkerung will, um auf alle Versuche des Durchregierens gegen Mehrheitsmeinungen der Bevölkerung zu verzichten. Man muss aufpassen, dass man die sinnvolle Trennung, und ich werde es jetzt gleich durch einen Durchgang durch die Instrumente untersetzen, die sinnvolle Trennung zwischen Instrumenten, die von oben nach unten und jenen, die von unten nach oben wirken, dass man die nicht verwechselt mit der sehr populären Unterscheidung, dass plebiszitäre Instrumente einmal als Gaspedal, andernteils als Bremse wirkten. Das ist nicht die Dimension, um die es geht. Die ist nicht verkehrt, da sieht man viel Interessantes, aber es ist nicht das, worum es gehen sollte. Letzte Vorbemerkung und dann wirklich mitten in den Speiseplan hinein. Letzte Vorbemerkung. Wann und wie wirken denn plebiszitäre Instrumente? Erkennt man die Wirksamkeit plebiszitärer Instrumente daran, dass sie ständig verwendet werden? Das könnte man sich so vorstellen und läge doch ein großes Stück weit neben der Sache. Am besten denkt man über alle verfassungsmäßigen Bestimmungen und über plebiszitäre Instrumente in allererster Linie nach, wie über jene Instrumente, die man in der guten alten Zeit benutzte, um im Prozess, im Strafprozess, wie man glaubte, der Wahrheit nahe zu kommen. Hä? Welche Instrumente verwendete man dafür? Folterinstrumente. Folterinstrumente, weil es braucht ein Geständnis. Und wissen Sie, wie mit den Folterinstrumenten umgegangen wurde? Der erste Schritt der Ausübung der Folter war das Vorzeigen der Folterinstrumente. Man nahm die Leute, ging da in den Keller, ich übertreibe nur ein ganz klein wenig, und sagte, siehst du da die Streckbank? Morgen um die Zeit legen wir dich da drauf, die Füße werden da festgemacht, die Arme da oben an dieser Seilwinde und dann ziehen wir und das wird dir ziemlich wehtun. Willst du heute schon mal unverbindlich ausprobieren? In der Regel reichte es, die Folterinstrumente vorzuzeigen, weil sie veränderten die Kalkulationsbedingungen. Sie veränderten dasjenige, was rationales Verhalten ist. Sodass manche Leute vielleicht auf die Idee gekommen sind, wenn bestimmte Instrumente nie verwendet werden, haben sie vielleicht auch keine Wirkung. Weit gefehlt. Allein schon, dass sie da sind. Wie? Um auf eine andere Analyseebene zu kommen. Weiland, die Atomwaffen im Gleichgewicht des Schreckens. Allein ihre Existenz verändert etwas. Und so muss man über plebiszitäre Instrumente nachdenken. Und jetzt wollen wir gucken, wie man sie ordnungsgemäß sortieren kann. Ich will anfangen mit denen, von denen ich hoffe, Sie, wenn Sie eh nicht schon überzeugt sind, davon zu überzeugen, dass das nicht die wünschenswerten Instrumente sind, weil sie nicht mehr, sondern weniger Demokratie nach sich ziehen. Instrumente, die von oben nach unten wirken, das sind zunächst einmal und im Wesentlichen Volksabstimmungen, die von Politikern, von Amtswegen und nach eigenem Ermessen angesetzt werden können. Ein Staatspräsident, wie in Frankreich, hat die Befugnis, über dies oder jenes eine Volksabstimmung anzusetzen. Oder eine Regierung kann beschließen, über etwas eine Volksabstimmung anzusetzen. Oder ein Parlament kann mit entsprechender Mehrheit, das muss man dann freilich als Minderheitenrecht ausgestalten, sonst macht es keinen Sinn, also mit einer qualifizierten Minderheit, beschließen, dass über ein bestimmtes Thema eine Volksabstimmung angesetzt wird. Das hat die Linkspartei in Sachsen in ihren Gesetzentwurf hineingeschrieben und war dann später ganz erstaunt, in welche Klasse von Instrumenten das wirklich gehört. Solche plebiszitären Instrumente eröffnen der politischen Klasse alle
möglichen Manipulationsgelegenheiten, die sie sich wünschen kann. Erstens kann die politische Klasse politische Themen, für deren Entscheidung sie keine Verantwortung übernehmen möchte, ans Volk delegieren. Der Deutsche Bundestag kam Anfang der 90er Jahre auf die grandiose Idee, dass die Frage, ob das Parlament seinen Sitz in Bonn behalten oder nach Berlin verlegen sollte, eine viel zu bedeutende Frage sei, als dass das Abgeordnete entscheiden könnten. Deswegen die kurzfristige Idee, darum eine Volksabstimmung durchzuführen. In Wirklichkeit waren die Kerle bloß zu feige, die Kerle aus Nordrhein-Westfalen, die waren zu feige zu sagen, natürlich gehört das Parlament in die Hauptstadt. Ja, und die anderen, die waren zu feige, ihren Kameraden in der Fraktion zu sagen, hey, das geht nicht. Also, Themen, die einem in seinen Konsequenzen oder in ihren Umsetzungskosten unklar sind, ans Volk zu delegieren. Geht's gut, war die politische Klasse auch dafür, geht schlecht, hat das Volk halt schlecht entschieden. Und folglich geschieht es ihm ganz recht. Außerdem erlauben solche von oben wirkenden, von Staatspräsidenten, Regierungen, Regierungschefs und so weiter ansetzbaren Volksabstimmungen, auf die politische Agenda irgendetwas zu setzen, was den politischen Diskurs im Interesse der politischen Klasse verändert. Denn wenn, stellen Sie sich vor, der Bundespräsident eine Volksentscheidung über den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, ob wir das wollen oder nicht, oder was Ähnliches ansetzen könnte, dann kann man in unübersichtlichen, schwierigen politischen Problemlagen sozusagen eine neue Sau durch das Dorf jagen. Es wird dann berichtet über die Initiative des Inhabers der Möglichkeit, die Volksabstimmung abzusetzen, was er oder sie sich denkt, welche Folgen das haben könnte. Und das ist dann wie beim letzten großen Hochwasser in Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das Wasser schwemmte im Bundestagswahlkampf Schröder gegen Stoiber die eigentlichen Wahlkampfthemen weg. Und eine in einer kritischen Situation von oben her ansetzbare Volksabstimmung kann wegschwemmen, was das Volk tatsächlich bewegt. Darin einen Zugewinn an Demokratie zu sehen, ist nicht recht zu erkennen. Drittens erlaubt es diese Möglichkeit, einem Volk ein Stöckchen hinzuhalten, über das es springen soll. Der Großmeister dieser Disziplin war der französische Staatspräsident de Gaulle. Als er nach den Maiunruhen von 1968 innenpolitisch geschwächt, nach kurzzeitiger Flucht zu den französischen Truppen in Baden wieder zurückkam, sann er darauf, wie er seine Position festigen könne. Und er kam auf sein übliches Mittel, mit dem er auch schon die Verfassung der 5. Republik durchgeführt hatte. Er setzte eine Volksabstimmung an. Ja, worüber denn? Ob das Volk ihn will? Das geht aber verfassungsmäßig nicht. Ein französischer Staatspräsident kann nicht eine Volksabstimmung mit der Frage ansetzen, wollt ihr mich weiterhin? Folglich ließ er seine und der anderen Leute Gedanken kreisen und kam auf die Idee, Dezentralisierung Frankreichs, Regionalisierung Frankreichs, das könnte doch ein Thema sein, da kann ich eine Volksabstimmung verfassungsmäßig ansetzen. Ich beziehe eine inhaltliche Position. Und wenn es gut für mich ausgeht, wollen offenkundig die Franzosen mich, damit ich dieses oder jenes durchführe. Wenn es schlecht ausgeht, hoffentlich nicht, dann wollen sie mich nicht. Also es wurde durchgeführt ein Referendum, ob die Franzosen die Dezentralisierung, die Regionalisierung Frankreichs wollten. Bekanntlich verlor der General das Referendum und trat zurück. Das kann man sagen, ja wieso denn? Es ging doch nur um die Regionalisierung. Aber das hieß es, sich bewusst blöd zu stellen. Die Franzosen wussten genau, es gibt zwei Fragen. Das eine ist die Frage, die auf dem Abstimmungszettel steht. Und das andere ist die Frage, um die es eigentlich geht. Und jetzt kann man sich schnell fragen und die Frage auch beantworten, welchen Zugewinn an Demokratie bringt es, wenn die politische Klasse die Möglichkeit hat, einem Volk Abstimmungszettel vorzulegen, wo eine bestimmte Frage draufsteht, um die es in Wirklichkeit gar nicht geht. Das ist lediglich ein Zugewinn an taktischen Möglichkeiten der politischen Klasse. Der Leitgedanke von Demokratie ist aber, ein Staatssystem so einzurichten, dass die politische Klasse gerade nicht längere Zeit oder allzu sehr von dem abweichen kann, was die Bevölkerung zu akzeptieren bereit ist. Plebiszitäre Instrumente, die von oben nach unten wirken, sind genau Instrumente, die man der politischen Klasse in die Hand gibt, um sich des Zugriffs des großen Lümmels des Volkes fallweise entziehen zu können. Manipulative Frageformulierungen, auf dem Abstimmungszettel andere Fragen als jene, um die es geht. Timing,
der entsprechenden Volksbefragung so, dass drängende Themen weggeweht werden und Delegation von Verantwortung von denen, die man für das Übernehmen von Verantwortung bezahlt, hin zur Bevölkerung. Das Tragische ist, dass die hier einschlägigen Instrumente, nämlich die von der politischen Klasse angesetzte Volksbefragung oder in ihrer Schrumpfform sozusagen das konsultative Referendum, genau die populärsten plebiszitierten Instrumente im allgemeinen Diskurs sind. Sollte man die Deutschen nicht über die Zukunft des Euros, über die Zukunft der Türkei in der EU und über gleich welches Thema abstimmen lassen, wäre das nicht demokratischer? Wenn man nicht nachdenkt, leuchtet es einem vielleicht kurzfristig sogar ein, dass das besonders demokratisch wäre. Aber dass man dann die politische Klasse aus der Disziplin der Macht entließe und folglich aus der Möglichkeit entließe, bei der nächsten Wahl dafür bestraft zu werden, dass sie, die politische Klasse, eine falsche Entscheidung getroffen hat, so weit denkt man in der Regel nicht. Und die Gegner plebiszitärer Instrumente wiederum nehmen sich genau diesen Fall ständig vor. Wo kommt man dann mit den üblichen Jeremiaden, ja, kann man denn politische Fragen immer auf Ja oder Nein zuspitzen, vereinfacht das nicht zu sehr? Oder sie kommen mit der Frage, ja, würde das denn nicht der Demagogie und Manipulation Tür und Tor öffnen? Was ja alles im Kern nicht verkehrt ist, bezogen auf diese falschen plebiszitären Instrumente. Und das heißt, wir wirklich plebiszitäre Instrumente, Volksabstimmung auf Bundesebene und wirksamere, als wir sie haben, auf Landesebene durchsetzen will, der darf eben niemals die Falschen empfehlen. Und er muss in jenen Diskussionen, wo guter Wille für mehr Volksabstimmungen plädiert, klar sagen, hey, ihr plädiert für das Falsche. Das Richtige kommt übrigens gleich. Aber man muss den Leuten, die sich mit vehementer Rhetorik dagegen verwahren, dass man die Demokratie durch Plebiszite verbessere, sagen, ihr bekämpft Phantombilder. Genau das wollen wir nämlich nicht. Lasst euch gefälligst ein auf das, was wir präzise wollen. Und dann werdet ihr merken, dass eure Argumente ins Nichts zerfallen. So, und jetzt schauen wir uns mal die richtigen plebiszitären Instrumente an. Das sind jene, die von unten nach oben wirken und die allein schon, wenn es sie gibt, Vorauswirkungen entfalten. Wir gehen sie einfach mal durch. Das erste Instrument, das fraglos von unten nach oben wirkt, das ist das obligatorische Verfassungsreferendum. Die Verfassung darf nicht einfach mit 2/3-Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat geändert werden, sondern Verfassungsänderungen selbst bedürfen einer Volksabstimmung. Obligatorischer Art. Das verhindert, dass man unter dem Druck, Mehrheiten zusammenkriegen zu müssen, die Verfassung mit immer mehr Detailregelungen auffüllt. Verfassungen, so ein alter Spruch, müssen kurz und dunkel sein. Ob sie dunkel sein müssen, das glaube ich zwar nicht, aber dass sie so ausformuliert und differenziert sind, dass sie sogar zwischen Euro-Beträge enthalten, das glaube ich, ist nichts, was uns gut tut. Außerdem, zweitens, wann immer es ein obligatorisches Referendum gibt, muss sich die politische Klasse schon intensiv überlegen, welche Änderung der Verfassung denn tatsächlich durchsetzbar ist, machbar ist, weil die Leute von ihr überzeugt sind. Bislang, um es etwas zu brutal zu formulieren, reichen Insidergeschäfte in der politischen Klasse, um die Spielregeln unseres politischen Systems zu verändern. Gibt es eine 2/3-Mehrheit, ja, dann kann man in der Tat die Verfassung sogar entkernen in manchen Bereichen, wie wir das im Zug der sogenannten Euro-Rettungspolitik gesehen haben, wo das Verfassungsgericht erst mühsam den Bundestag daran erinnern musste, dass er durchaus mitreden dürfte und dass eine Allparteienkoalition mit Ausschluss der Linkspartei als Legitimationsgrund für die Aushöhlung des deutschen Haushaltsrechts nicht ausreicht. Insidergeschäfte der politischen Klasse werden durch obligatorische Verfassungsreferenden unterbunden. Und deswegen wirken diese obligatorischen Referenden allein schon dadurch, dass es sie gibt, weil die ganzen Durchsetzungskalküle und Rationalitätskalküle der politischen Klasse sich verändern. Wie brisant das ist, nein, wie wirksam das ist, sieht man an der Frage der Neugliederung des Bundesgebietes. Seit 1949 soll das Bundesgebiet neu gegliedert werden, mit Ausnahme der Schaffung von Baden-Württemberg, weil dort der Ursprungszustand durch die Besatzungsmächte nun wirklich ein ganz lächerlich grotesker gewesen ist, hat das nie funktioniert, nicht einmal die sinnvolle Verbindung von Berlin und Brandenburg hat funktioniert. Daraus würde ich aber nicht empfehlen, das Argument zu machen,
Deswegen sind obligatorische Verfassungsreferenden des Teufels. Offenkundig haben die Leute keine Notwendigkeit gesehen, Berlin mit Brandenburg wirklich zu fusionieren, und das ist dann zu akzeptieren. Aber, Gerald Häfner hat es vorhin schon gesagt, wir kommen jetzt in der Europapolitik in eine Phase hinein, wo die Möglichkeiten nationalen Souveränitätstransfers, die das Grundgesetz eröffnet, ausgeschöpft sind. Sodass Europafragen inzwischen Grundsatzfragen deutscher nationaler Identität und Souveränität, je nachdem in welcher Denkweise einem das am besten schmeckt, möge er die Sprache entsprechend wählen, verhandelt werden. Und es wird tatsächlich Volksabstimmungen brauchen über die Zukunft Deutschlands in der Europäischen Union und deswegen über die Europäische Union. Und wenn wir nicht wollen, dass die politische Klasse bei europäischen Insidergeschäften einfach irgendwelche Fakten schafft und das Volk hat es gefälligst abzunicken, im Notfall lässt man eine Volksabstimmung, wo es sie gibt, so lange wiederholen, bis das Ergebnis einem passt, was in Europa auch so zelebriert worden ist, braucht es obligatorische Referenden, die nicht nach Lust und Laune wiederholt werden können. Einmalige. Und dann ist die Sache noch nicht gegessen. Man muss natürlich auch für Revisionsmöglichkeiten sorgen. Da gibt es aber praktikable Vorschläge, wie etwa, dass erst das nächste oder übernächste Parlament sowas aufgreifen darf. Zweitens, so wichtig es ist, gegen fakultative Sachreferenden, die von der politischen Klasse herbeigeführt werden können, vorzugehen, so sinnvoll sind Sachreferenden, die von der Bevölkerung, das heißt von einer Referendumsinitiative ausgehen können. Es wäre zwar für Deutschland ein dramatischer Schritt in der Entwicklung unserer Demokratie, würde man auf die Vorstellung kommen, warum sollen die Deutschen nicht die Möglichkeit haben, bei dem Sammeln einer entsprechenden Anzahl von Unterschriften, sich von der politischen Klasse irgendeine politische Entscheidungsfrage vorlegen zu lassen? Warum sollte man das dem Volk unbedingt verwehren wollen? Man kann darüber argumentieren. Aber vom Volk über der Referendumsinitiative herbeigeführte Sachreferenden kann man sich als ein vernünftiges plebiszitäres Instrument durchaus vorstellen. Denn das wird immer dann ergriffen, wenn es in der Bevölkerung den Eindruck gibt, die Politik läuft in eine falsche Richtung, es gibt eine große Parlamentsmehrheit, idealerweise sozusagen alle Parlamentsparteien, vielleicht mit Ausnahme von irgendeiner Kleffer-Partei, wie man sie bezeichnet, seitens der Mehrheit, die weiß, dass sie das Richtige tut. In solchen Fällen könnte die Bevölkerung die Initiative ergreifen und sagen, hey, wir wollen uns die Frage vorlegen lassen. Und sofort änderten sich die gesamten Rationalitätskalküle, änderten sich die gesamten Kommunikationsstrategien der politischen Klasse und auch das, was auf der Hinterbühne geschieht. Das freilich ist ein großer Sprung, der schwierig zu vermitteln ist, weil dann alle Argumente dagegen kommen, die üblicherweise verwendet werden, kann man denn komplexe Sachen wirklich auf Ja-Nein reduzieren, bis für eine Volksabstimmung notwendig wäre. Vielleicht muss man nicht an der Stelle anfangen. Die Stelle, wo man anfangen musste, kommt an der übernächsten Haltestelle. Bei der nächsten Haltestelle sind wir bei dem, was es auf Landesebene gibt, nämlich Volksgesetzgebung. Gibt es in allen Landesverfassungen, das ist auch gut so, dass das häufig unpraktikabel ausgestaltet ist, weil die Zustimmungsquoren oder die Beteiligungsquoren, je nachdem wie man das spielt, einfach zu hoch sind, sodass einfach von vornherein viel Entmutigung da ist. Das liegt auf der Hand, aber das kann man ja, indem man an den Stellschrauben dreht, ja durchaus verändern. Natürlich wäre Volksgesetzgebung auf Bundesebene mit einigen Komplikationen behaftet. Wir haben ein föderales Regierungssystem. Wie hält man das? Das sind aber Sachen, die durchaus lösbar sind, von der ich mir aber nicht so furchtbar viel verspreche. Weil Volksgesetzgebung auf Landesebene, freilich weil sie so schwer handhabbar ausgestaltet ist, ganz große Spuren auch nicht hinterlässt. Allerdings einige schon, schauen Sie auf Bayern, Studiengebühren und so weiter. Allein schon die Möglichkeit, glaubhaft mit einem entsprechenden Verfahren zu drohen, verändert hier vieles. Aber eigentlich, und jetzt komme ich zur eigentlichen Station, meine ich, dass die Volksgesetzgebung sinnvoll ist als ein Rahmen für das eigentlich wirksamste aller Instrumente. Halten wir nochmal klar, was ist das Ziel, das erreicht werden soll. Die Bevölkerung soll zwischen den Wahlen punktgenau und zielsicher auf die Entscheidung der politischen Klasse Einfluss nehmen können. Und das Instrument, welches das am besten leistet, ist in der deutschen Diskussion kaum vorhanden gewesen bis vor kurzem, in der Schweiz auf Kantonsebene üblicherweise praktiziert. Und es lautet,
Genau, er hat immer so schöne Zwischenrufe gemacht, als wir neulich da in der Schweiz darüber diskutieren. Es lautet fakultatives Gesetzesreferendum. Fakultatives Gesetzesreferendum sieht so aus, das Parlament macht, was seines Amtes ist, es beschließt ein Gesetz. Dagegen wird niemand was einzuwenden haben. Dann, und das wäre die Neuerung, kommt eine bestimmte Zeit, in der es möglich ist, dass sich eine Referendumsinitiative bildet. Und von Verfassungswegen muss vorgesehen sein, dass es eine bestimmte Frist gibt, in der eine bestimmte Anzahl von Unterschriften zu sammeln ist, die, wenn sie zustande gekommen ist, dazu führt, dass eine Volksabstimmung darüber stattfindet, ob dieses vom Parlament beschlossene Gesetz in Geltung bleiben oder verschwinden soll. Das heißt, angegriffen werden Gesetze, die das Parlament gemacht hat. Mit welchem Recht? Ja, die gesetzgebende Gewalt geht vom Volk aus. Und hätte man zugleich ein System der Volksgesetzgebung, gibt es auch kein verfassungssystematisches Argument, das punktuelle Angreifen eines vom Parlament schon verabschiedeten Gesetzes als irgendwie einen unerhörten Akt nach gerade hochverräterischer Prägung auszulegen. Deswegen Volksgesetzgebung als Rahmen und in diesem Rahmen das zielgenaue Instrument des fakultativen Gesetzesreferendums. In Deutschland hätte das zwei gigantische Vorteile gegenüber dem bestehenden Zustand. Außer, dass das Volk auch noch punktuell auf die Gesetzgebung des Bundes Einfluss nehmen könnte. Erstens, was macht man denn heute, wenn man sich gegen Gesetzgebungswünsche der Parlamentsmehr nicht durchsetzen kann? Exakt. Jene, die das nicht wollen, die brüten stundenlang mit oder ohne Experten über Gesetzestexten und versuchen herauszufinden, mit welchem Argument könnte ich zeigen, dass dieses Gesetz da in der und der Bestimmung verfassungswidrig ist. Das heißt, es wird eine politische Entscheidungsfrage, die legitimerweise politisch nach Mehrheitswillen entschieden wird, kunstvoll umformuliert in eine verfassungsrechtliche Frage. So auf dem Glaubensgrundsatz beruhen, im Grunde ist alles Politische eine verfassungsrechtliche Frage. So behandeln wir großenteils die Euro-Rettungspolitik, was verfassungsmäßig rechtens ist, das ist bestimmt auch politisch in Ordnung. Ist es das? Das ist keine symmetrische Beziehung. Natürlich muss alles politisch und verfassungsmäßig in Ordnung sein, aber daraus folgt nicht, dass alles, was verfassungsmäßig erlaubt ist, auch schon politisch sinnvoll ist und vom Volk akzeptiert werden müsste. Das heißt, die Juridifizierung der Politik käme zu einem Ende, weil es ein weiteres Ventil gäbe. Ein völlig plausibles, ja ein noch plausibleres Ventil als der Gang zum Verfassungsgericht, Mehrheitsentscheidungen zu korrigieren. Das wäre der Appell ans Volk und nicht nur ans Verfassungsgericht, dem in Deutschland ja inzwischen sozusagen die Rolle der Gottlob verschwundenen Könige und Kaiser zugewachsen ist. Der König in Karlsruhe denkt nach und judiziert, und das getreue Volk tut das, was der König beschlossen hat. Ja, das getreue Volk denkt schon vorher nach, was müsste ich denn unterlassen, damit der König in Karlsruhe mir nicht böse ist und die gelbe oder rote Karte zeigt. Dieses quasi Untertanenverhalten gegenüber dem Bundesverfassungsgericht könnte zu einem Ende kommen, durch Appellmöglichkeiten an das Volk. Der zweite große Vorteil wäre der folgende. Wann immer die politische Minderheit meint, die Mehrheit mache Unsinn, muss man eine öffentliche Unterstützung mobilisieren. Wie mobilisiert man sie am leichtesten, wenn man nicht auf die verfassungsrechtliche Schiene gehen will und den Eindruck erwecken will, die Regierung breche ganz bewusst und pausenlos die Verfassung, was sich allmählich bei den Deutschen festsetzt im Kopf, pausenlos mit verfassungswidriger Politik gemacht, dass wir den König in Karlsruhe haben. Was macht man, wenn man es nicht auf diese Schiene machen will? Man macht klar, diese Regierung regiert an den Überzeugungen und Interessen des Volkes vorbei. Eigentlich will niemand dieses Gesetz. Eigentlich wollen alle unsere Positionen, aber leider Gottes haben wir die Wahl verloren und die Mehrheit ist so fies und spielt dieselbe auch noch aus. Und dann kommt die gute alte Argumentation, ob denn 1000 matte Ja's mehr wiegen könnten als 100.000, nee, nicht als 100.000, als 100. Als 100 glühende Neins. Ob denn die Mehrheit recht habe und ob denn die parlamentarische Mehrheit überhaupt die richtige Mehrheit, nämlich die im Volke sei. Tja, wenn es das möglich ist, das Instrument des fakultativen Gesetzesreferendums gibt, da sage ich als Mehrheit, regt euch doch nicht so auf.
Schaut, ob ihr die Unterschriften hinbekommt. Schaut, ob ihr anschließend die Volksabstimmung über das Gesetz gewinnt. Und wenn ja, dann geht es nach euren Wünschen. Wenn nein, was regt ihr euch jetzt so auf? Das heißt, Opposition könnte sich nicht mehr mit der jetzigen Leichtigkeit auf sterile Aufgeregtheit, auf politische Hysterie einlassen. Denn sie könnte jederzeit gezwungen werden, den Realitätstest zu suchen, oder sie müsste sich der politischen Feigheit zeigen lassen. Ihr sagt, das alles ist falsch und das Volk ist auf eurer Seite. Wieso befragt ihr es da nicht? Und darauf gibt es dann keine wirklich gute Antwort. Im Anschluss daran kann ein solcher Volksentscheid über ein Gesetz jene friedensstiftende Wirkung entfalten, die Volksabstimmungen so häufig entfalten. Und wir könnten unser politisches System mit wesentlich geringeren Transaktionskosten betreiben. Also, mir will scheinen, dass das zentrale Instrument, mit dem wir unsere repräsentative Demokratie verbessern könnten, dieses fakultative Gesetzesreferendum ist. Es greift punktuell zu, es entlastet unser System von einer weitergehenden Juridifizierung, wo die Rechtsprechung aus Karlsruhe weitere politische Spielräume immer weiter einschränkt, weil das Verfassungsgericht ja seinen eigenen Sichtweisen treu bleiben will, und es bringt aus unserem politischen System jenen Ton der sterilen Aufgeregtheit heraus, die niemals der Realitätskontrolle, ob sie sich zu Recht aufregt, unterzogen wird, solange wir keine punktuell herbeiführbaren Volksabstimmungen haben. Ich will noch zwei Gesichtspunkte hinzufügen. Erstens, das fakultative Gesetzesreferendum schützt vor dem Durchregieren oder vor dem Durchregiertwerden. Weil keine noch so große parlamentarische Mehrheit einen davor schützt, bei der Volksabstimmung über das Gesetz, also davor, beim Unterschriftensammeln und so weiter, durchzufallen. Und das ist ein gigantischer politischer Schaden, den sich eine Mehrheit zufügt, wenn vor aller Augen offenkundig wird, dass ihre Gestaltungsabsichten an dem, was die Mehrheit der Bevölkerung will, vorbeigehen. Wer Schutz vor Durchregieren sucht, hat hier einen wirkungsvollen Mechanismus, der obendrein ganz in Übereinklang mit den demokratischen Grundgedanken unseres Systems ist. Und das Zweite, ja, versetzen Sie sich in jene Diskussionen, die Sie häufig genug geführt haben, mit den prinzipiellen Gegnern von plebiszitären Instrumenten. Es gibt doch Sachen, die sind zu kompliziert für den Volksentscheid. Ja, ist das Volk vielleicht zu blöd herauszufinden, ob es ein bestimmtes Gesetz will oder nicht will? Immerhin, das Gesetz kann man nachlesen. Ich meine, wenn das Volk sogar dafür zu blöde ist, herauszufinden, ob es ein Gesetz will oder nicht will, dann sollte man vielleicht auch das allgemeine Wahlrecht abschaffen. Denn beim allgemeinen Wahlrecht geht man pro Cura für 4 Jahre und kauft ab und zu die Katze im Sack, insbesondere wenn man mehr Parteiensysteme mit wechselnden Konstellationen, Koalitionsmöglichkeiten hat. Das Argument entfiele. Und obendrein, Sie kennen auch das zweite Argument. Es ist doch nicht möglich, dass das Volk so komplizierte Dinge wie eine Gesetzgebung selber macht. In ein Gesetz muss man doch viele Kompromisse einfließen lassen. Wie soll das Volk das organisieren? Ja, Antwort: Das braucht das Volk nicht organisieren. Wir bezahlen die politische Klasse fürs Gesetze machen, die sollen Arbeit abliefern. Aber wir behalten uns vor, mit dem Arbeitsergebnis zufrieden zu sein oder nicht zufrieden zu sein. Und das wiederum ändert die Handlungsumstände in der Politikerwerkstatt. Man muss sich beim Gesetze machen mehr anstrengen und noch mehr Integration leisten. Lassen Sie mich 3 Schlussbemerkungen machen, nämlich zu Stellschrauben. Die ganzen Volksabstimmungen haben einige wichtige Stellschrauben und hier will ich keine Unklarheit lassen über das, was ich meine. Natürlich sollten wir es nicht länger akzeptieren, dass es einen Ausschluss von Finanz- oder Steuerthemen gibt. Denn damit könnte man das fakultative Gesetzesreferendum völlig leerlaufen lassen. Sobald irgendwas Finanzielles betroffen ist, findet darüber keine Volksabstimmung statt. Ja, dann macht man halt die Gesetze so und der Demokratie ist nicht gedient. Zweitens, wie schützt man das System vor Überlastung? Also davor, dass pausenlos und jedes Gesetz von irgendeiner quengelnden Minderheit angegriffen wird. Die Antwort lautet, man muss das Antragsquorum hinlänglich hoch machen. Die Hürde für das Antragsquorum darf nicht so hoch sein, dass es irreal wird, sie zu überspringen.
Also es muss dafür gesorgt werden, was ein Prozess von Versuch und Irrtum, von Überlegen und so weiter ist, es muss dafür gesorgt werden, dass es zu diesem ganzen Prozess nur dann kommt, wenn wirklich ein Krummeln im Volk da ist und wenn wirklich etwas, was schief läuft, korrigiert wird. Denn sonst erzeugen wir so viele Transaktionskosten in unserem politischen System, dass Demokratie ihren Vorzug verliert. Und drittens, mir scheint, dass im Unterschied zum Antragsquorum das Beteiligungsquorum niedrig sein muss. Wir machen es meistens genau umgekehrt. Ein niedriges Antragsquorum und dann, weil es um was Wichtiges geht, ein hohes Beteiligungsquorum. Aber ein hohes Beteiligungsquorum hat unweigerlich zur Folge, dass Wahlkampf gegen die Beteiligung gemacht werden kann. Das heißt, die Diskussion zur Sache wird von denen, die sich nicht besiegen lassen wollen, was man freilich auch versteht, dadurch unterlaufen, dass man sagt, das thematisieren wir gar nicht. Da reden wir gar nicht so viel drum, da gehen wir auch nicht zu einer entsprechenden Veranstaltung hin, könnte eine kontroverse Diskussion geben, die uns in der Presse und so weiter. Wir versuchen, dass das unter der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Und dann kommt die entsprechende Beteiligung nicht zustande und dann ist das ganze Instrument umsonst verwendet, vergeblich verwendet worden, umsonst freilich nicht. Und folglich braucht es niedrige Beteiligungsquoren und relativ hohe, aber nicht zu hohe Antragsquoren. Und hätten wir das, dann würde unser politisches System nach wenigen Jahrzehnten, wahrscheinlich schon nach einem Dutzend von Jahren, ziemlich anders funktionieren, als es jetzt funktioniert. Die Frage ist, wann lässt sich das einführen? Ich komme nochmal auf eine Bemerkung von vorhin zurück. Im Zusammenhang mit dem Weitergang des europäischen Integrationsprozesses wird es unweigerlich notwendig sein, dass das deutsche Volk über den Rahmen und die Grenzen seiner Staatlichkeit bestimmt. Und man kann nicht umstandslos jetzt auf Artikel 146 zugehen. Da braucht es eine verfassungspolitische Diskussion, in der man überhaupt den Stellenwert von Volksabstimmungen erörtert. Und das ist genau der Zeitpunkt, in dem wer mehr Demokratie im Sinn von klugen Volksabstimmungen haben will, mit einem richtigen Argumentationsköcher antreten muss, in dem völlig klar ist, alle hochgepuschten bösen Geister, die mit Plebisziten verbunden wären, das sind Phantasmagorien, wenn man nur diese blöden Instrumente nicht in die Verfassung einschließt. Und alles, was Volksabstimmungen an Gutem bewirken können, hat nicht die befürchteten Nebenfolgen. Dass es komplizierter wird für die politische Klasse, das ist schon richtig, aber wir machen den Staat ja nicht, um der politischen Klasse ein bequemes Leben zu ermöglichen. Den Staat machen wir, damit wir gut leben, uns selbst regieren können und je besser wir das können, mit je mehr Demokratie, mit je mehr vernünftigen Volksabstimmungen, umso besser. Jetzt habe ich aber wahrscheinlich Glaubende im Glauben bloß bestärkt, aber das ist auch die Sorge.